Yo, hey Leute, hier ist wieder One Piece Theoretica am Start mit einem neuen Theorievideo. Und heute geht's ganz schnell, knackig um eine Theorie bezüglich Big Mom. Aber nicht Big Mom im Allgemeinen, so alles umfassend, nein. Einfach wirklich um ihre Rolle im Wano Kuni Arc. Und zwar glaube ich ganz ehrlich, dass ihre Rolle im Wano Kuni Arc noch eine ganz andere sein wird, als wir es glauben. Und zwar ist meine Theorie, dass, ich komme direkt zum Punkt, Big Mom wird sich der Strohhut-Allianz anschließen. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Grund 1 ist, Big Mom ist von ihrem Ziel her, was sie möchte, mega ehrenhaft. Sie möchte eine Welt herstellen, in der alle Lebewesen zusammenleben können, gleich behandelt werden. Sie will die Artenvielfalt ja sogar erhöhen. Sie will ja neue Rassen sogar schon fast herstellen, was ja an sich eigentlich alles was Gutes ist. Irgendwas stimmt nur nicht mit ihr. Irgendwas ist mit ihr passiert, dass sie so böse ist, sage ich mal. Dass sie, so das alles auch mit so viel Gewalt verbindet. Weil wir wissen, Big Mom kann auch eine ganz andere sein, weil es wird zwar mal gesagt, sie hat ihr Gedächtnis verloren durch den Schlag auf den Kopf in Wano Kuni damals, was ja aber gar nicht stimmt, so direkt. Ja, sie hat vergessen, wer sie ist und so weiter, und sie hat vergessen, dass sie Kinder hat und so weiter, das ist ihr danach eingefallen, aber vor allem finde ich persönlich, hat sie einfach eine Charakterveränderung gemacht. Und das finde ich ist viel wichtiger, weil sie war ja hat nicht ihr Gedächtnis gehabt, sondern sie war auch ganz anders drauf. Sie hat Hunger gehabt, abnormal krassen Hunger auf dieses Gericht. Wenn Leute den Anime jetzt momentan gucken, wissen die das noch ganz präsent. Sie wollte dieses Essen haben, kriegt es dann auch, aber nicht für sich, obwohl sie Hunger des Todes hat, sondern für die Leute, die ihr geholfen haben und ihr Essen gegeben haben. Das ist eine ganz andere Big Mom, als wie wir sie kennen. Und ich finde, das ist schon krass. Das zeigt, dass Big Mom eigentlich auch eine ganz andere Persönlichkeit hat. Und ich glaube, Leute, ganz ehrlich, das steckt in Big Mom drin. Weil Big Moms Wunsch ist ein ehrenhafter Wunsch. Sie möchte die Rassen alle vereinen. Und das ist ja eigentlich eine geile Sache. Und das passt ja zum One Piece, zu dem, was Ruffys Ziel ist. Ja, einfach, wenn man jetzt davon ausgeht, dass irgendwann die Red Line zerstört wird, die Fischmenscheninsel zerstört wird und dann einfach alle zusammenleben, ist genau das, was Big Mom möchte. Und deswegen glaube ich, gibt es auch Argumente, weshalb Big Mom sich den Strohhüten anschließen will. Und wie es genau dazu kommt, kann ich euch nicht sagen, aber ich glaube schon. Und ein weiterer Indiz dafür ist Nami. Nami wird nicht ohne Grund Zeus bekommen haben. Wie das mit den Paramezia-Früchten aussieht, Freunde, ist nicht bekannt, ja. Wenn jemand unmächtig wird mit einer Paramezia-Frucht, kann es sein, dass seine Kraft ausgeschaltet wird, also komplett ausgeschaltet wird, auch alles, was hergestellt wurde. Wir haben Dressrosa, dieses kleine Mädchen, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Alle Spielsachen, die sie hergestellt hat, sind komplett weg gewesen, nachdem sie unmächtig war. Big Mom ist da anders. Sie war unmächtig, aber alles ist geblieben. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss auf die Sachen hatte, also weil der Hut, den sie anhatte, war zum Beispiel auch ohnmächtig. Selbst als sie dann nicht mehr ohnmächtig war, war der Hut auch die ganze Zeit am Pennen sozusagen. Also ich glaube schon, dass ihr Zustand Einfluss haben kann auf ihre Teufelskraft. Ich glaube aber ein bisschen anders halt, als jetzt zum Beispiel auf Dressrosa mit dem Mädchen. Wenn Big Mom sterben würde, könnte ich mir aber schon vorstellen, dass sich alles komplett auflösen würde. Ich weiß es nicht, ja. Wenn wir aber jetzt davon ausgehen, Big Mom wird besiegt werden, also könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Big Mom würde nie zulassen, dass Zeus bei Nami bleibt. Ja, jetzt haben sie ja Zeus geklaut und Zeus fühlt sich auch ganz wohl bei Nami, aber die können nicht sagen, die fliehen einfach für den Rest ihres Lebens vor Big Mom und behalten Zeus. Wenn Big Mom tot ist, wird es auch nicht so sein. Ich glaube auch nicht, dass Nami die Teufelskraft von Big Mom bekommt, das wäre auch Blödsinn. Deswegen glaube ich, wird Big Mom es zulassen, dass Nami Zeus hat, weil Nami war, bevor sie Zeus bekommen hat, lame. Ganz ehrlich, ich habe echt die Hoffnung schon fast verloren, bis zu dem Zeitpunkt, als sie Zeus bekommen hat und den übelsten Power-Up dadurch hatte und einfach mal abnormal eskaliert ist auf Whole Cake Island,
Aber generell auch einfach diese Flächenangriffe, die sie jetzt drauf hat. Also mega geil. Es fehlt für mich eigentlich nur, dass sie noch diesen Feuerball bekommt. Wie geil wäre das? Nami mit ihrem Klimataktstock oder sonst was, ja? Und links und rechts hat sie diese beiden Elemente. Was ja komplett zu Nami passen würde von ihrer Teufelskraft her. Von ihrer Funktion her. Sie ist Navigatorin, sie hat mit dem Wetter zu tun und sie hatte immer mit Feuer und Kälte zu tun. Und dann hätte sie ja beide Elemente, sag ich mal, bei sich. Also ich glaube, das würde total geil passen und das, ich kann mir vorstellen, dass das passiert. Das würde nur passieren, wenn Big Mom sich den Strohhüten anschließt. Dass sie sogar noch sagt, hier nimm noch, wie heißt das andere Ding nochmal? Also Zeus und, ja, ihr wisst, was ich meine. Genau. Auf jeden Fall, das passt einfach. Und das sind für mich die zwei großen Indizien. Und das dritte Indiz ist, dass wir wissen, dass Big Mom Kaido verraten will. Das wissen wir. Das ist schon gedroppt worden, die Information. Wieso, weshalb, warum? Das wird alles noch wahrscheinlich in einem Flashback oder so erklärt werden. Und es kann ja auch sein, dass gerade dieser Flashback dafür verantwortlich sein wird, warum Big Mom sich den Strohhüten anschließen wird. Weil, ich komme nur kurz mit einer Sache, die nicht direkt was mit Big Mom zu tun hat, und zwar Zorro. Oda hat schon immer sehr geschickt gemacht, wenn er wollte, dass jemand da ist, dann war er da, und wenn er wollte, dass jemand nicht da ist, dann war er nicht da, wie zum Beispiel mit Sanji. Sanji, Freunde, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, ja, war bis zu dem Zeitpunkt, als er als Windsmoke Sanji bezeichnet werden sollte, unbekannt für die Marine und der Weltregierung. Er war Schwarzfuß oder sowas. Sein Steckbrief war nie bekannt. Es war immer ein gemaltes Bild. Man wusste nie, dass er Windsmoke Sanji ist. Das wusste man nicht. Da stand zwar Sanji, aber das Bild war nicht bekannt. Und deswegen, es kann ja jeder Sanji, jeder mögliche Sanji sein, ja? Und das hat Oda richtig geil gemacht. Er hat den aus der ganzen Alabaster-Arc-Sache komplett rausgehalten. Er war da der Prinz oder sonst was, wie er sich ausgegeben hat. Und das ging immer so weiter, bis zu dem Zeitpunkt, wo er als Windsmoke Sanji betitelt werden sollte. Und das hat Oda richtig geil hinbekommen. Und Freunde, dasselbe macht er momentan mit Zorro. Er hält Zorro komplett raus und Zorro und Kaido, glaube ich, hatten noch kein Aufeinandertreffen. Dabei wird Zorro noch seine Rolle in diesem ganzen Arc kriegen, hundertprozentig. Aber warum hat Zorro bis jetzt Big Mom noch nicht gesehen, Kaido noch nicht gesehen? Ich kann mir vorstellen, dass da noch was kommen wird und vielleicht gibt es da auch noch einen Zusammenhang zu Big Mom, wer weiß. Aber gut, Leute, das ist mehr Spekulatius und passend zur Weihnachtszeit, und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt dazu, zu dieser Theorie, dass Big Mom sich den Strohhüten oder der Allianz anschließen wird, ob sie mitkämpfen wird oder sich im Hintergrund halten wird oder vielleicht sogar wegsegeln wird zurück nach Whole Cake Island, weil sie einfach sagt, sie will sich jetzt komplett zurückziehen und Ruffy soll das machen, was er machen möchte und damit auch ihren Traum verwirklichen. Könnte alles sein. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Das war's damit mit dem Video und ja, ich hoffe, das wird so kommen, wie ich es gesagt habe. Und wenn ja, denkt an meine Worte. Ich freue mich. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.